warte einen Moment. Such mir noch eine Stadt raus. Hatte ich schon eine mit M, ja? Scheiße, Mengen. Ich habe gerade eine bessere gesehen, egal. Mehr Mengen. Noch mehr Mengen, ja. Genau, mit N jetzt noch mehr. Nein. Hast du eine mit N? Hat einer von euch eine mit N? Nürnberg? Kaiserslautern? Ich glaube, Nürnberg hatten wir schon 4-5 Mal. Ja, dann frag nicht. Oh, ich... Niendorf. Niendorf? Niendorf. Nordsee, oder? Nordseebad, keine Ahnung. Nee, Niendorf an der Ostsee, ja? Aber etwas mit N. M oder N? N. Wie Norbert. Hoffe ich. Norbertheim. Norbertheim? Norbertheim? Wie wär's mit Nördlingen? Selber Nördling. Bestimmt gibt's auch Nerd. Ich finde Nördling eigentlich ganz cool, wegen Nerd und so. Oh, man sieht das, der sieht ja grauenvoll aus und das muss weiter runter. Norden. Norden gibt's Nördlingen? Was yeah. gibt's? Nördlingen. Nördling gibt's ja. Kommt wieder Stimme, hat das mal schnell mit ihrer Datenbank abgeglichen. Achso, sehr gut. Aber in BY, wo ist denn das? Bayern? Ist das Bayern? Nördlingen in Bayern? Keine Ahnung. In der Nähe von Stuttgart. Okay. Ich sag mal Lisbeth. Und dann... Wehe. Lisbeth. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen hier aus meinem Eisgrab. Wir sind The Nerdam Way of Life und den D-Held, der da hinten rumfliegt. Hallo, Hallöchen. Ich habe schon wieder die Computerstimme nicht zuerst genannt, aber sie ist auch mit dabei. Hallo. Und der Jay ist auch da und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir drei Nerdlingen grüßen. eine unglaubliche Behauptung. Nehmen Sie das Wort zurück. Wir können ja auch einfach mal jeder für sich eine Stadt raussuchen. Hast du gerade gesagt, nehmen Sie das Wort zurück? Nehmen Sie das sofort zurück. Achso. Nehmen Sie das Wort zurück! Nehmen Sie das Wort wieder zurück! Sie im Schuft. Ja, der Diggi ist hier fleißig am Schrauben. Schrauben drehen, Muttern drehen. Ölverschmierten Flossen in der Werkstatt stehen. Ja, ich bin irgendwie gerade auch tierisch überfordert. Ich weiß einfach nicht, wo ich diese blöden Düsen noch ranbauen soll. Willst du ran an die Trophäen? Da musst du einfach... Weil das Problem ist, dass ich halt irgendwie auch, da hinten kann ich gar keine Düsen ranbauen, weil da ist ja irgendwie der Halter von der Rakete. Obwohl, ich könnte den ja schnell mal abschweißen. Ja, warte, dann komme ich aber zurück. Das gucke ich mir an. So, Deba fragt was. Bis wann geht's heute eigentlich? Ja, gute Frage. Also ich kann bis um 17 Uhr. Oh, da möchte ich bitte schon schlafen. Schauen wir mal, ne? Solange, wie es Bock macht. Und Deba sagt, und den Namen von Computerstimme kennen wir auch noch nicht. Also, ja, so sieht's aus. Das sind die eiskalten Fakten. Das sind ja. Und Störchikiller sagt lieber Nerdling als Halbling. Wegen den haarigen Füßen, ne? Ja. Und Deba hat eine Frage. Ist das Lisbeth eigentlich das prätentiöse Äquivalenz zur Halteklappe? Ja, das kann man so sagen. Wie kommt er auf Lisbeth? Habe ich nie gehört. Was ist das? Weiß ich nicht. Das hat der Digi mal eingeführt. Ich weiß gar nicht mehr, wo, wann, wann war das? Alter! Was jetzt? Meine Computerstimme hat mir den Käseblatt von meinem Brötchen geklaut. Echt? Ich fass es nicht! Wie hat sie das gemacht? Oh, ich muss unbedingt diesen dennoch sehr sexy Körper abschalten. Tut mir in der Seele weh. Hast du immerhin noch ein Brötchen, oder nicht?
Also jetzt wird man nicht ausfallen hier. Ist mir eingefallen, nicht ausfallen. Ich hoffe, dass wir übrigens im Laufe dieser Folge noch aus diesem eisigen Grab entfliehen können. Ja, ich bin echt irgendwie so ein bisschen überfordert. Ich meine, diese Triebwerke sind scheiße groß. Warte, ich brauche aber für Ionentriebwerke, ach, dann nehme ich einfach kleine. Das Ding soll er jetzt nicht so groß beschleunigen können. Es muss nicht schnell sein, es muss nur rauskommen, ne? Oder wie war das? Ja, und bei Ionentriebwerken war das ja im Weltall jetzt auch alles nicht so... Ach, Ion. Oh Gott, Alter, das wird wieder komplett anders alles. Ja, aber das war ja alles total einfach. Du musst es nicht verbinden und du hast keine Schwerkraft. Es ist einfach alles, alles ist alles so schön. Ja, aber... Dann mache ich das wieder ran und dann baue ich da einfach diese kleinen Triebwerke. Oder ich lade einfach den alten Spielestand. Ich habe richtig Bammel vor dem ersten Testflug. Ne? Ja, deswegen, das ist ja das, der Reiz an Testflug. Was machen wir denn? Haben wir schon Plan B, wenn das nicht klappt? Ja. Erzähl. Ja, wir machen das Ganze nochmal. Oh Gott. Ein Ziel ist dafür da, erreicht zu werden. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel Eis wir brauchen, aber ich hole einfach, das ist. Mir ist das egal, solange es Vanille ist. Ja, ich hätte auch gern. Hast du da eine Lieblingsmarke eigentlich? Vanille? Einfach nur Vanille. Ich finde, es gibt Vanille. Vanille ist meine Lieblingsmarke. Ja. Aber ich finde, es gibt Vanilleeis und es gibt Vanilleeis. Also, da gibt es doch große Unterschiede, oder was? Ja, schon. Ja, ne? Ja. Hm. Der Deber hat geschrieben, der Deber kann heute bis 13.30 Uhr. Aber der Strolchichila hat noch Zeit. Und er sagt, das kannst also dann ruhig gewissens gehen. Der Deber fragt wieder, da die Herren Frau Gamer nicht sagen. Frag ich denn mal direkt, Frau Computerstimme, wie möchtest du genannt werden? Darfst du auch deinen Namen aussuchen? Oh, das ist gefährlich. Ja, das ist aber gefährlich. Okay, der Deber sagt, Strolchi, ich hätte mir trauen, deinerseits gerechnet, angesichts der Tatsache, dass ich den Weg bin. Der Deber ist der Weg. Ist er? Und Deber sagt, Digi, nicht das Ziel ist das Wichtigste, sondern der Weg dahin. Bitte, ich voll, also, ne? Der Weg ist das Ziel. So, sag mal. Der Weg also, ist das Ziel. Also, was ist jetzt mit mein Namen? Ja. Oh so. Gott, es entwickelt Bewusstsein. Dann schreib mal schnell hin. Warum bin ich? Ja. Wieso muss ich auf Klo? Was ist das? Die wichtigen Fragen! Ah! Seid ihr noch da? Du bist gerade, ich glaube, man hört dich gerade nicht. Du bist sehr leise runtergeregelt gerade. Ich muss mal wieder ein bisschen leise. Du musst ja mal wieder ein bisschen eine Zeit lang reden, damit sich mein Mikro hier hochregelt. Ja, so langsam kommst du lauter, ja. Scheiße. Das ist aber auch ein ätzendes Spiel. Ich bin ja immer so drin im Spiel. Ich kann mich so gut da hineinversetzen. Und wenn ich dann halt so abstürze, dann... Ja. Bist abgestürzt, oder was? Ja. Ja, ärgerlich. Gestorben auch? Nein. Ja, ist doch gut. Ich habe nur meinen Rucksack kurzzeitig hier hingelegt. Okay. Ach, jetzt gib mir die Energie zur Neige. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber ich habe ja schon das nächste Projekt... wird ja schon hochgeladen quasi. Und das ist ja, kann man ja mal einfach so exklusiv hier ansagen, ist ja ein Horrorspiel. Und um da die Atmosphäre vernünftig rüberzubringen, habe ich auch so ein bisschen, ich rede ein bisschen gedämpfter bei dem Let's Play.
Oha, so mit, mit so einer erotischen Stimme. Nee, erotisch eher weniger, mehr so verängstigt und ganz klein. Auf jeden Fall gibt es da so ein paar Stellen, die musste ich nachträglich runterdrehen von der Lautstärke her, weil die sowas einfach nur... Also, das, ich habe so geschrien teilweise. Das ist so krass. Ja. Ja. Da freue ich mich auch schon, da endlich wieder weitermachen zu können. Okay. Irgendwann, oh Gott. Ich habe momentan echt noch keine Ahnung, was ich so als nächstes zocken werde, weil jetzt irgendwie Dämonikon wird wohl auch bald auslaufen. So wie das aussieht, so wie ich das irgendwie... Ich habe das gestern nochmal gezockt. Ja. Oh. Kann ich mir das ja auch bald demnächst mal komplett angucken. Ja. Wieso hält dieses Schiff nicht an? Ich bin ja so ein Freund von Binge-Watching. Ich guck ja dann am liebsten immer gleich alles auf einmal. Alter, ist das so... Es ist so dunkel, ich kann ja gar nichts mehr sehen. Ich brauche Licht hier an dem Schiff. Ja, es hat seine Vor- und Nachteile. Ich habe auch schon mal, ich habe ja auch tatsächlich mal drüber nachgedacht, ob man nicht irgendwie eine Folge, also nicht eine Folge, sondern eine Staffel so komplett raushaut. Weil es ja tatsächlich auch der Trend ist, so zum Beispiel Netflix, bei Netflix ist das so, denen ist das aufgefallen, aber auch bei anderen, die das halt anbieten. Es ist halt, ja, wenn die Leute die Möglichkeit haben, dann gucken sie sich eine Staffel an und eine Serie dann halt irgendwie bis zum bitteren Ende, wechseln dann auch nicht, gucken sich 3-4 Teile so am Tag an, so wie sie wollen, ne? Mhm. Und, naja, das wäre da vielleicht auf YouTube wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, das zu machen. Also ich könnte eine ganze Staffel aufnehmen und die dann raushauen und jeder kann sich das dann angucken, wie er braucht. Braucht dann nicht drauf warten, dass ich jetzt irgendwie mal eine gute Laune habe, einen guten Tag habe und das dann halt irgendwie raushau. Aber der Nachteil ist natürlich, weswegen ich mich da jetzt nicht ganz so für gleich entschieden habe, ist, man ist dann halt nicht mehr präsent auf YouTube. Dadurch, dass wir halt täglich immer mehrere Folgen raushauen, sind wir natürlich dann auch immer da, ne? Ja. Und das haben wir dann nicht, das wäre irgendwie doof. Ja, ich habe da ja auch schon mal drüber nachgedacht. Bei Metal Gear war das eigentlich die Überlegung, ob ich da nicht einfach mal eine Session aufnehme, zurechtschneide und komplett hochlade, online stelle, fertig. Ja, hat Vor- und Nachteile. Mein Hauptnachteil, weswegen ich mich dann auch dagegen entschieden habe, ist derselbe, wie du eben sagtest. Du bist halt nur dieses eine Mal quasi in der Abo-Box und ansonsten wirst du halt übersehen. Ja. Und der andere Nachteil ist, je nachdem wie viel man halt aufnimmt, müllst du die Leute halt auch mit deinem Zeug zu, ne? Ja, ist das so? Naja, mir geht das manchmal schon bei den Beans auf den Sack, dass die da so, weiß ich nicht, 10, 20 Videos am Tag raushauen. Ja, aber die sind ja auch scheiße. Naja, das ist jetzt ihre Meinung, Sir. Nee, aber die sind auf jeden Fall nicht so scheiße wie wir. Das muss man einfach mal so stehen lassen. Nee, aber es gibt ja auch viele YouTuber, die von einem neuen Spiel zum Beispiel einfach, oder Let's Player, die von einem neuen Spiel direkt mehrere Folgen dann gleichzeitig hochladen, um die Leute halt dran zu halten. Und also für meine Sehgewohnheit ist das auch, ich fände es auch besser, wenn ich irgendwie 2, 3, 4 Folgen auf einmal gucken könnte. Ja. Ja, das ist halt doof, dass man halt, wenn man dann halt bei YouTube, wenn man halt so eine gewisse Abo-Schaft hat vielleicht, dann kann man das machen. Aber wir müssen ja erst noch reich werden und deswegen müssen wir euch leider noch mit monatlichen oder täglichen, mit täglichen Folgen halt belästigen. Zu los leid! Ja. Go. Ich überlege gerade, eigentlich, die Leute gucken ja hier zu, die können ja hier auch mal was zu sagen, wie sie denn am liebsten ihre Folgen hätten, ob sie gerne eine Session am Stück hochgeladen hätten und dann selbst entscheiden, wann sie das gucken wollen. Wobei eigentlich letzten Endes ist es für uns schlechter. Wieso? Ja, weil die Aktivität des Kanals ja dadurch quasi auf einen Schub rausgehauen. Ja, genau, das ist ja genau das, was ich halt irgendwie meinte, das ist halt irgendwie, du hast halt irgendwie nicht mehr so die Präsenz einfach. Genau. Ne, das, nicht nur irgendwie, dass die halt in den Abo-Boxen tauchst du nicht mehr auf, sondern auch der Kanal hat halt irgendwie nicht mehr die Aktivität, ja. Genau. Also du hast halt irgendwie die Präsenz nicht mehr. So.
Und das ist halt, ja, YouTube würde das nicht belohnen. Genau, und wir müssen erfolgsorientiert denken. Naja, aber da sind wir uns, glaube ich, da sind wir uns ziemlich einig. Aber es wäre trotzdem interessant zu wissen, wie die anderen, also wie unsere Zuschauer das sehen. Weil wir haben ja anscheinend Zuschauer. Anscheinend schon. Ach, der Deber schreit. Ich dachte in dem Moment, wo Digi das sagte, auch nur, oh mein Gott, sie entwickelt ein Bewusstsein, wenn sie einen Namen verlangt. Computerstimme, du darfst deinen Namen selbst wählen. Sag einfach einen, der dir gefällt. Dann bin ich Eve. Okay, Computerstimme will Eve sein. Und Deba schreibt, Digi, du wolltest doch ein MI-Let's Play machen. YP lebt aber von den Kommentaren, was durch das Raushauen einer ganzen Staffel verloren geht. Ich würde dadurch dann das Interesse verlieren. Und wie ihr schon sagt, ist das aus Marketinggründen nicht empfehlenswert. Oh mein. Ja. Von Strölchikiller. Mi bzw. Origin hat bei mir Probleme. Ich will den CD-Key eingeben. Und dann heißt das, dass Origin Lost Connection oder so C. Und Deba sagt, soll ich euch nochmal den Marketingplan schicken? Hast du einen entwickelt? Strollhikiler sagt, ich hätte meine Folgen gerne mit Kaffee und Keks. Kommt sofort. Einmal Kaffee und Kekse für Strollhikiler, bitte. Und Krautoffel sagt, oder gar neben Kastenpilz. Irgendwie sehr sympathischer Typ. Und Deba sagt, ich glaube, ich würde sterben, wenn MI nicht mehr funktionieren würde. Und der Deba, hallo Eve, ich bin Eve. Oh Mann, da war jetzt eine ganze Menge dazwischen. Ja, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich finde das nicht gut, André. André. Scheiße. Ich finde das nicht gut von dir, dass du Alkoholismus unterstützt. Das wollte ich nochmal so sagen. Und ansonsten, vielen Dank für die schönen Kommentare. So, Ray sprachlos. Ich sag hier gar nichts mehr. Ich hole mir gleich meinen Holsten Pilsener und dann ist mir das auch egal. Nee, aber ich finde das großartig, dass du dich der großen Spielereihe Mass Effect annehmen willst, Digi. Finde ich super. Ja, ich weiß zwar nicht, welcher Digi das machen wird, aber finde ich auch toll. Der Hate, der Digi-Hate. Hier auf The Nerd and We Are Live gibt's nur einen Digi-Hate. Uah. Ja, der auch manchmal Dre Deluxe genannt so wird. Echt? aber wie kommt er denn da drauf? Hast du das wirklich mal gesagt? Nee, oder? Also ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich habe einiges vor, aber jetzt irgendwie Mass Effect? Also das ist eine Reihe, von der ich auch die Finger lassen würde. Also jetzt für mich so. Allein schon, weil es Devas Lieblingsspiel ist. Kannst du dir nur verkehrt machen. Ja, also ich denke mal, ich hätte schon mal eine gute Beratung. Jetzt aber haben wir keine Herstellungskomponenten mehr? Nö, krass. Ja, Mass Effect ist so ein großes Spiel, das ist, ich glaube, da wärst du insgesamt länger dran als bei Witcher, oder? Das kannst du haben. Ich meine, ich würde das, ja, kommt drauf an, wie du spielst, ne? Wenn du natürlich jede Nebenquest mitnimmst und so. Also wenn, dann würde ich auch irgendwie die Hauptquest durchspielen und dann ist gut. Aber mir ging nach dem, ich glaube, der vierte Teil war das irgendwie, als ich dann auf das Schiff war und dann dachte ich so, oh nein, Alter, jetzt musst du wieder jeden Einzelnen anquatschen. Das ging mir schon so auf den Sack. Bei dem ersten Teil fand ich es total cool und es wurde ja immer mehr und immer komplexer auch, ne? Und aber das war dann halt irgendwie wie bei der Ubisoft, wie nennt man das nochmal, irgendwie Formel? Bei der Ubisoft Formel war es dann nachher auch irgendwie bei Mass Effect. Ist das von Square Enix oder von wem ist das? Das. Oder
ist von... Oder EA. Ja, von EA, aber das Studio heißt, warte, BioWare. Ah, ja, okay. Also man merkt da halt irgendwie so, die haben immer mehr so auf die, auf den Erfolg, auf die guten Sachen gesetzt, was ja auch nicht verkehrt ist, ne? Aber mir war das nachher zu viel. Ich hatte einfach keine Lust, erstmal irgendwie, ich wollte erstmal irgendwo hinfliegen und nicht erstmal irgendwie jeden einzelnen fragen, was er jetzt auf dem Herzen hat, so. Hm. Das ist, ja. Soll jetzt aber nicht heißen, dass ich das jetzt nicht, also wenn es den nächsten Teil, den würde ich wahrscheinlich mir auch wiederholen, so, ne? Aber trotzdem, also jetzt das Let's Play, also nee. Und du kannst es halt irgendwie nicht auch so mal schnell lieblos durchrushen. Nee, auf keinen Fall. Das kannst du nicht machen. Der Deber schreibt, wir hatten das schon mal vor einem Jahr unter dem Video, wo wir einen ganzen Marketingplan zusammen hatten. Die gesagt hat, nein, im Leben mache ich ein Mass Effect Let's Play. Ich habe so schon Angst vor deinem Kommentar. Ein Strollhikila, ich würde das feiern. Und der Deber sagt, ich auch Strollhi. So, jetzt musst du. Wie hat er diesen Kommentar so schnell rausgesucht? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ist ja alles gesagt, ne? Ja. Leider ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Oh, wie schade. Würdest du vielleicht noch irgendwas sagen, Dre? Ja, Digi, Digi Mass Effect Let's Play confirmed. Alter, warum gehst du mir gerade so auf den Sack? Entschuldigung. ich möchte dazu nichts mehr sagen. Du hast alles gesagt. Ja, du brauchst auch gar nichts mehr zu sagen, weil ich bin schon unterwegs zu dir. Oh. Und ich nehme Computerstimme mit. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ich freue mich wirklich auf euren Besuch. Ja, ich bring Kekse mit. Sehr gut, siehst du. Und auch ihr da draußen, auch viel Spaß auf YouTube und bis zum nächsten Teil. Tschüss. 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 Mit Öss. Tschüss mit Öss? Tschüss mit Öss. Ich glaube, ich muss mal reloggen. Ich habe hier ganz seltsame Farben bei mir. Das kann natürlich an... Aber ich muss mal eben neu rein, glaube ich. Ja, relogge mal.